Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Schlümer. Wir stehen hier bei den Biestern des Prinzen. Und die sind nicht mal eingeschlossen. Ja, doch. Ich meine, die haben ja keine Hände. Weil sie so kleine Händchen haben. Guck mal, wie groß die Ratten sind. Die könnten die Tür einfach aufdrücken. Ja, die öffnet sich nach innen. Dann aufziehen. Lang genug dran rummachen, dann geht die irgendwann auf. So, zwei von den großen und drei von den mittigen. Oh, was tot gekrittet. Ja, was will man machen? Ja, ne? Gut, das war jetzt nicht so schwer. Und 9 Stunden Nahrung. Auf Wasser gibst du das ab. Schon alle mal ein bisschen. Ein Diamantring ohne irgendwas. Ah ja, Verkaufsmittel. So ist es wohl. So, die sind bestimmt stärker. Ne, die sind auch easy. Die sind rot, pass auf. Und so leicht sind die gar nicht. Wie viel geht man hier? 550. Oh. Soll das heißen, die Anzeige hat gelogen? Naja. Das nicht, aber. Man sollte sie nicht unterschätzen. Nein, wir machen Punkte. Rechts hat er schon gute Wunden. Dann heißen, der trifft wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ha, der andere kriegt jetzt Wunden. Hey, er sollte irgendwann sterben. Er hat auch 36 gute. Ja, mit der nächsten Runde sollte es sich eigentlich erledigt haben. Hoffe ich zumindest. Sehr schön. So, meinst du links da? Sind da auch noch welche? Also auf der, im Schloss meine ich mal links in dem Raum, weil der sah mir irgendwie groß aus. Ja, ich glaube, da ist schon der König oder der Prinz. Ein komisches Schloss hier. Ja, seltsam ist auch, dass niemand die Nachfolge des Königs angetreten hat. Wie des Königs? Ja, ja, der Vater von den Prinzen ist auch gestorben. Das war ja hier der König, der ganz lange lebte, weil er den Segen der Götter hatte. Ah, jetzt gibt's nur noch 4 Prinzen. Lass uns mal überlegen, der ist verrückt hier. Ja, der mit den komischen Blitzmaschinen hatte es auch nicht alle. Ja, aber auch Verrückte können Könige werden, das ist ja das Schlechter in der Monarchie. Vielleicht haben sie die Chance einfach nicht erkannt und dachten sich, ach, mein Schloss hier ist so hübsch. Bleibe ich doch einfach weiter Prinz. Oh, die sehen gar nicht schlecht aus. Mhm. Haben wir denn jemanden mit schlechten Händen? Ah, Ixus bestimmt. Ne, die sind aber nicht schlecht. Niemand hat schlechte Hände. Und die 3% Erfahrung sollten wir nicht... Ja, das ist ja richtig. Ja, das sieht hier nach einem Thron aus. Und wir wollten rasten. Haben wir sonst alles schon erkundet? Nein. Wollen das nicht vorher noch machen? Ja, ja, wir laufen jetzt nochmal zurück. Wir haben jetzt hier rechts alles erkundet. Also oben rechts. Und jetzt müssen wir hier noch nach rechts, wo die eine Gruppe steht mit der Heilerin. Und da werden wir mal schauen, was da so ist. I am the master. Oh, wie sie hier ist, so dick bufft.
Er hat sich's ausgebufft. Ja, wir hatten ja, in der Folge verbessert. Das Requiem. In der Folge. Ja, sie hat ein Level up nach dem Kampf mit den roten Biestern. Achso, das ging so schnell, das habe ich gar nicht. Ich kann ich gar nicht verarbeiten. Nur irgendwas war Level up machen. Ja, dann macht das schon. Auf dem Schuss wäre ich, wenn ich sage, mach das nicht. Hast einfach weggeguckt. Außer bei dem Gold. Ja. Und der muss ich jetzt anhören, das wäre nichts. Deswegen habe ich es gemacht. Damit du das mal lernst. So, das verbessern wir. Immunity. Und die Reflexe. Schön günstig bei ihm alles. Ja, aber dafür kann er nichts. Stärke. Stärke? Er hat genug Leben eigentlich. Agility. Ach. Ja, das muss man auch mitziehen. So, die paar Wunden ignorieren wir mal. Ja, ich denke, das wird das Sinnvollste sein. Das riecht irgendwie nach Geheimtür. Ja. Also, jetzt muss der Schalter gefunden werden. Ja, ne? So, vielleicht sind die wieder beim Prinzen. Ja, vermutlich. Wenn hier jetzt nichts ist. Wenn ich sehe, zumindest nichts. Aber das heißt auch nichts. Na doch. Ne, ich glaube, die sind... Oh, da ist aber was drin. Ja, das... Ich habe mir schon mal gefunden. Ich hatte mich gefreut und dann... Dann doch. Das Forum müssen wir auch mal aufmachen da. Ja, wir machen jetzt mal das hier auf. Das hier führt ja, glaube ich, zu dem... Also das untere garantiert. Ja. Irgendwo hin, wo es weitergeht. Da wollen wir ja nicht hin. Es führt irgendwo hin. Ja, wo es weitergeht. Tadellose Logik. So, die Triche werden so langsam auch knapp. Aber bald haben wir es ja hinter uns. Ja, dann müssen wir mal wieder schön shoppen gehen. Wir haben ja auch wieder einiges an Geld. Ja, vor allem bringt so ein cool leckerer Schinken nur so 2 Stunden und so ein Eimer Wasser halben Tag. Na, Wasser ist ja auch wichtig. Oh, bitte. Na, da müssen wir uns hier auf die normale Art. Ja, aber sieht auch gar nicht so schlecht aus. Boah, er macht hier Meteor. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem der Feind regieren kann. Bisher konnte er nämlich alles, was wir können. Ja, ist halt ziemlich fair. Ja. Kann ich nichts gegen sagen, das ist es wohl. Ja, aber meistens ja so, dass der Spieler irgendwie einen super Vorteil hat. Ja, das ist ja so. Ja. Da muss man ja nur X drücken, um zu gewinnen. Ja, so mag ich meine Spiele aber. Auch. Ich bin da ganz flexibel. Aber den neuen Final Fantasy war das echt übel. Muss man wirklich nur X drücken. So ist das. Na, dafür sah es ordentlich aus. Ah, alle voll geheilt. Na, Ixus nicht ganz. Ja, mehr als 200 Leben ist voll geheilt. Nein, voll geheilt ist 100%. Die waren angeblich troublesome. Da sind sie ja auch. Also, zumindest wenn wir kein Mana haben und ein paar Wunden von Anfang an. Ah, die da hinten muss man eingehen. Das wird sie aber so schnell nicht. Ach ja, unser Magier kann ja bald das Mana absaugen lernen. Ja, ja, beim nächsten Level ab. Oh, da freue ich mich drauf. Das wird ein großer Tag.
Das macht es eigentlich einfacher. Ich frage mich, wie viel Mana so ein Prinz hat. Saugst du einfach nur alles ab oder was? Bis er keins mehr hat. Ja. Ja, aber dann kann er keinen Schaden machen. Ja, ich meine auch zwischendurch mal. Greift man ja an und dann, wenn man keinen Mana hat, dann macht man's. Ja, mit dem Tiro geht das ja oft schneller als einem lieb ist, ne? Oh. Aber wir sind nur zwei Verbrennungen, ne? Wäre gut, wenn keiner sterben würde. Ja, ich glaube, das wird nicht passieren. Denn wir haben Blutung und kaum Mana. So, stirbt er? Nie. Ach, ja, das ist. Aber irgendwann sind die Blutungen so mächtig, dann kann er nichts mehr gegen machen. Ja, nee. Da ist ihr Feind wieder gestorben. Hat mich schon gewundert, warum er auf einmal so viel Schaden macht. Stellt sich raus, es war gar nicht der Feind, der gestorben ist. Aber er hat gekrittet. Mit zwei Schaden. Ja, das ist astronomisch, ja. Oh. Ach, anstatt dass man fehlschlägt. Ja, ne. Weißt du, wie es ist. So, jetzt aber mit 9 Wunden macht die nicht mehr viel. Ja, die macht auch überhaupt gar nicht mehr viel. Ja, dass die Divine Prayer so nicht so wichtig. Das würde ich auch nie wieder maxen. Ja, ist halt gut, wenn der Feind viele Blutungen hat und Vergiftungen und sowas und irgendwann drauf geht. Dann könnte sie theoretisch das als machen und überleben dadurch, aber. Ich weiß nicht. Nur für Mana-Regeneration ist das eher nicht so richtig gut. Na, 14 ist wenig. Aber ist ganz schön einen abgebrochen hier. Ich finde es einfach gut, wie er so viel Schaden macht. Das ist einfach gut. Ah, nicht nur so Getreide dabei. Ach, er hat noch mehr Viecher. Ich weiß es nicht, aber. Gut, einen Tank haben wir auf jeden Fall noch. Hier dabei. Ja. Und da kommen ja auch noch. Von den Biestern jetzt. Ja, kommt drauf an, was es für welche sind. Ja gut, von den Vögeln gewiss. Und das sind... Schneider. Ja. Ah, machen wir erstmal die Vögel. Da ist sogar so ein Typ mit drin. Der Arme. Ich bin gefangen. Der ist bestimmt das Futter gewesen. Ich würde bestimmt sagen, oh, der wollte mich verfüttern. Das, Sieg. Da souverän gewonnen. Vielen Dank, dass du mich befreit hast. Sie haben mich hier eingesperrt, als ob ich Futter für die Biester gewesen wäre. War er wahrscheinlich sogar. Ich schulde dir mein Leben, Abenteurer. Bevor ich gehe, ich möchte dir Folgendes sagen. Ich habe die Wachen darüber sprechen, über einen geheimen Raum sprechen hören, wo Dathenus Schatz aufbewahrt wird. Ja, den haben wir ja wohl schon gefunden. Da fadet er dahin. Ja, die Raben haben da alles gut weggemacht. Aber wir gehen in der nächsten Folge hier wieder die Dinosaurier an. Ja. Und wahrscheinlich dann auch den Prinzen. Vermutlich. So machen wir es. Bis dann.